Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des DFF, Deutschen Filminstituts und Filmmuseums und der jüdischen Gemeinde zu den dritten jüdischen Filmtagen. Ich freue mich auch, dass wir heute Abend einen Gast hier haben, Gunter Hanfgarn von der Produktion Hanfgarn und Hofer. Ja. Genau, es waren noch ein paar mehr Gäste angekündigt für heute Abend, aber leider hat das nicht geklappt. Der Protagonist, der musste arbeiten und konnte sich nicht freinehmen. Und die Regisseurin oder eine der Regisseurinnen des Filmes, die hat sich eine kleine Erkältung zugezogen und ja, hatte dann doch lieber entschieden, unter den Umständen nicht hier zu sein, aber trotzdem mit Gunter Hanfgarn haben wir jemanden, der auch sehr eng mit der Produktion oder mit dem Film gearbeitet hat und uns sicherlich sehr viel auch dazu erzählen kann. Er hat seine Produktion vor 91, also vor bald 20 Jahren gegründet und macht überwiegend Dokumentarfilme, aber auch Spielfilme und hat sich schon in vielen seiner Filme auch mit dem Thema des Holocausts beschäftigt. Zum Beispiel die letzte Produktion, die Ende letzten Jahres oder dann Anfang dieses Jahres auch nochmal ausgestrahlt worden ist. Da ging es um die Serie Holocaust und da hattest auch noch zu den Stolpersteinen, hast du erzählt, hast du einen Film gedreht und viele andere mehr. Auch oft den Krimi-Preis für deine Produktion gewonnen. Vielleicht so viel vorweg zu dem Film. Endlich Tacheles, der hatte sozusagen seine Online-Premiere in München auf dem Doc-Film-Festival. Der konnte eben damals leider nur online gezeigt werden. Deswegen ist es hier tatsächlich heute Abend die erste Vorführung vor einem Publikum. Und deswegen freuen wir uns, dass wir den heute hier zeigen können. Und ich will gar nicht so viel sagen, aber... Nee, ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass wir hier sein können mit dem Film, an das Deutsche Filmmuseum und auch an die jüdische Gemeinde. Und der Protagonist konnte leider nicht, die eine Regisseurin muss sich um ihre kranke Mutter kümmern und die andere ist ein bisschen erkrankt. Aber ich freue mich, dass wir hier sind und ich hoffe, dass das der Anfang von einer ganzen Reihe von Vorstellungen noch ist. Und wir können nach dem Film dann gerne nochmal sprechen, wenn Sie Fragen haben. Ja? Erstmal vielen Dank und ja, bis später. Ja, es war schön, den Film jetzt nochmal auf großer Leinwand zu sehen, weil es doch nochmal ein ganz, ganz anderer Eindruck ist, als ihn so auf einem kleinen Bildschirm zu sehen. Und es ist ja auch schon ein sehr bewegender Film und auch ein Film, der wirklich sehr viele Entwicklungen in sich birgt. Und da wäre natürlich meine erste Frage jetzt erstmal, wie seid ihr auf das Thema gekommen oder wie habt ihr Jahr kennengelernt und was war sozusagen der Ausgangspunkt? War da schon das Spiel, das er entwickeln wollte oder was war eben der Ausgangspunkt? Die Geschichte, die war wirklich ein bisschen seltsam, weil der hat bei Andrea und Jana, den beiden Regisseuren in der Produktionsfirma, ein halbjähriges Praktikum gemacht. Ja? Der hat dort gearbeitet und hat irgendwie Produktion begleitet und so und nach dem Praktikum irgendwann haben die sich nochmal getroffen und dann hat er diese Geschichte überhaupt erst erzählt. Mhm. Da kam dann quasi die Idee auf, dass man daraus einen Film macht. Ja? Mhm. Und dann hat er erzählt, dass er die Idee hatte, dieses Spiel zu machen, was für ihn ja so eine Art magischer Versuch war, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, vielmehr sozusagen in einem Videospiel die Kontrolle über die Vergangenheit zu erlangen, ja? Was natürlich dann am Ende des Films, wie man sieht, schiefgegangen ist. Mhm. Gott sei Dank. Ja. Genau, weil das war auch damals, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe, war sozusagen mein erster Gedanke, es kommt einem schon sehr, für uns kommt es sehr merkwürdig vor, dass man über den Holocaust ein Videospiel machen will. Und was ich aber auch nochmal, vielleicht, ich finde, was auch nochmal
zukommt, ist auch, dass er eben seine persönliche Geschichte dafür nimmt, um das Spiel zu entwickeln. Weil es wäre vielleicht einfacher, es wäre nicht einfacher gewesen, aber es wäre vielleicht nochmal was anderes gewesen, wenn er vielleicht sich eine ausgedachte Geschichte irgendwie erwählt hätte. Ja klar, er studiert halt Game Design, das kam halt dazu, dass er sich dann diese Geschichte ausgedacht hat. Aber das ist im Grunde, der Film ist ja ein Beweis dazu, dass man die Realität und die Vergangenheit nicht verbiegen kann, auch wenn man eine gute Absicht hat, ja, und dass es seinen Sinn auch hat, ja. Ich fand es immer sehr beeindruckend, dass dieser Marcel, der ja sozusagen eine wiedergespiegelte Geschichte quasi hat, ja, sein Urgroßvater ist da sozusagen bei der SS gewesen, der sagt ja am Ende, ja, ein bisschen flunkern darf man doch, wenn es sozusagen der Versöhnung dient, aber das darf man eben nicht. Ja. Das ist sozusagen der größte Fehler, den man machen kann. Das sieht man ja gerade heute, wenn man sich irgendwie die Demos in Berlin anschaut oder sonst wo, ja. Und ich meine, für war es ja dann auch so eigentlich der Auslöser, sich wirklich mit seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Und bei Marcel weiß ich nicht, irgendwie, klar, es hat nochmal was anderes, aber genau. Gibt es schon direkt eine Frage aus dem Publikum? Oder? Was ich auch sehr nochmal sehr beeindruckend fand, ist eigentlich, dass die alle da so wirklich irgendwie, weil es ja ein sehr, sehr persönliches Thema ist, diese persönliche Geschichte, dass die alle so mitgemacht haben, also weil es ja auch der Film ja auch in den sehr bewegenden Momenten eigentlich immer mit dabei war. Und wie war das für die Protagonisten irgendwie, wenn man so... Ja, das war so eine Mischung, also ja, war ja am Anfang so total überambitioniert und er hat gesagt, er schreibt an dieser Geschichte mit und das ist total wichtig für ihn, er macht ein Uni-Projekt daraus und das ist, wie man ja sieht, so gebröckelt auch. Aber das ist halt diese Idee, dieses Haus zu suchen in Polen, die Geschichte nachzuspielen, das Ambiente wiederzufinden, in der die Oma aufgewachsen ist, das waren ja alles sozusagen Schritte dahin. Aber für den Vater war das sehr schwierig, ne? Der hat da sehr drunter gelitten und es hat auch, der hat immer die Bereitschaft gehabt, auch darüber zu sprechen, aber das hat dann doch sehr lange gedauert, bis er in der Lage war, auch dort wirklich hinzufahren, ja. Und war die ganzen Jahre eigentlich nicht in Polen gewesen? Der war noch nie in Polen gewesen, ja. Und das Interessante ist, Eli, also er hatte auch dann gesagt, er würde kommen, wenn Jan nicht kann, aber dann ging es nicht, weil er in Polen ist. Ja, also er fährt da jetzt oft hin und versucht mit den Leuten da Kontakt zu halten und noch neue Details der Geschichte zu entdecken. Ja, und das ist auch einfach eine schöne Erfahrung für uns, dass das geklappt hat einfach, ja, weil er hat wirklich 5 Anläufe gebraucht, bis er dann sozusagen nach Polen gekommen ist. Das war sozusagen das Flugzeug stand da und wartete, aber er ist halt nicht gekommen, weil er es einfach nicht geschafft hat. Ja, das war für ihn sehr angstbesetzt und ich bin wahnsinnig dankbar gewesen, dass die es einfach erlaubt haben, dass wir in ihr Leben schauen, ja, weil das weiß man ja nicht, wie das ausgeht mit so einem Film und wie sich das entwickelt, aber das kann vielen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, so viel geben einfach, ja, weil es gibt ganz viele Leute, die mit diesen Problemen zu tun haben, ne? Diese Traumata in der zweiten Generation, die dritte Generation, die sich dagegen wehrt und aufbegehrt, aber dann auch merkt, dass man einfach damit umgehen muss, dass es Teil von einem selber ist, ja. Das war sehr besonders, ja, und das Gute war, also Eli und ich sind im selben Alter ungefähr, unsere Söhne, ja, ist ein Jahr älter als mein Sohn und das hat irgendwie so ein bisschen mitgeholfen auch, dass wir uns die Sorgen um unsere Söhne sozusagen austauschen konnten. Gibt es jetzt eine Frage? Ja, vielleicht können Sie laut sprechen oder ich versuche es auch nochmal zu wiederholen, ja, die Sprache. Ja, also ich habe gemerkt, dass ich so ein Bedauern in mir spürte, dass das so aufhörte, ohne dass dann mehr Diskussion zwischen dem Marcel und dem, wie heißt der? Ja. Eli? Ja, ach so, Eli. Ja, nee, Eli ist, ja, der ist der Junge und der Eli ist der Vater. Und der andere hieß, der Sohn hieß? Ja. Ja, ja, genau. Zwischen den beiden. Also es endete damit, dass der Ja sagte, er will die Wahrheit sagen und der andere wollte noch darum kämpfen, dass man ein bisschen flunkert, um Hoffnung zu vermitteln. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das letzte Gespräch war und nicht ein bisschen weiter ging im Sinne von, es ist ja viel Hoffnung darin, wenn beide über die Wahrheit sprechen.
Also Frieden und Versöhnung kann es geben, wenn die Wahrheit da ist. Und dass das nicht als Möglichkeit noch angegeben wird. Ja, ich meine, das liegt daran, der Film hat, damit nimmt er ja so ein dramaturgisches Ende, was in gewisser Weise offen ist, ja. Aber das ist ja auch die Anregung für den Zuschauer oder die Zuschauerin, sich dann selber Gedanken zu machen. Also die Frage, die muss man sich halt stellen, ja. Was ist da schiefgelaufen an diesem Plan, ja? Und jemand, der aufmerksam zugeschaut hat, der merkt es sofort. Und ich glaube, das kann man dann nicht bis zum Ende erklären, weil man es einfach merkt, ja, dass da jemand auf dem Holzweg ist, wenn er sagt, gut, man kann die Geschichte, also bei aller Ambition, man kann die Geschichte ein bisschen flunkern, darf man, ja. Und das darf man eben nicht. Und das ist eigentlich schön, wenn man da selber drauf kommt und wenn es einem dann nicht sozusagen pädagogisch erklärt wird. Ich glaube, das wirkt dann besser, ja. Aber das ist natürlich auch eine Entscheidung, die Regisseurin getroffen haben. Ja, wir haben irgendwie immer sehr eng zusammengearbeitet, aber das ist halt auch ihr Film. Ja, aber ich bin sehr glücklich, so wie er geworden ist. Ja, ich hätte auch eine Frage. Persönlich ist ein bisschen ähnlich eine Geschichte, ist Geschichte von meiner Familie. Wir sind polnisch-deutsche Juden. Ja. Soll ich nochmal kurz wiederholen oder verstehen es alle oder nicht alle? Mhm. Okay, ja, genau. Das ist das ist eben mit dem Mikro, das ist eben die Sache. Ja, hallo. Das mit dem Mikro sollten wir denn nicht machen. Nein. Ja, schade, wenn das niemand versteht. Nein, achso. Nein, Handball. Also ich wollte nur sagen, dass der Film hat mich auch sehr, sehr persönlich irgendwie berührt. Ich bin aus Polen, ich bin polnisch-deutscher Juden. Meine Familie ist geflohen während Krieg nach, also teilweise ist durch Holocaust umgekommen. Mein Opa einziger hat überlebt, das waren 79 Leute in der Familie, alle waren tot. Und er sagte immer, er hat bessere gehabt, weil er ist dann verschleppt nach Sibirien. Aber die Frage war eigentlich, ich bin vor fast 30 Jahren nach Deutschland gekommen und ich lebte in Polen mit ständiger Angst, mich zu outen. Also meine Mutter sagte immer, Gottes Willen, bitte sag keinem, wir sind Juden. Sie haben doch sehr, sehr viel in Polen gedreht. Ich wollte so gerne wissen, wie war das? Sie haben doch viele Fragen gestellt. Sie mussten nachforschen, viele Leute kontaktieren. Wie waren diese Erfahrungen? Also ich habe schlechte, sehr, sehr schlechte. Ja, wir hatten dort so zwei Rechercheure, die uns da sehr gut geholfen haben. Und die Leute, die waren sehr hilfsbereit. Ja. Und dieses Haus, was wir dort gefunden haben, um die Geschichte quasi zu erzählen, das war ja auch nicht das Haus, was in dem das wirklich passiert ist. Aber der Ila sagt ja gut, es hätte das Haus sein können. Es sah wahrscheinlich genauso aus. Aber wir haben gute Erfahrungen gemacht. Ja. Das ist natürlich, der Holocaust ist in Krakau seit diesem Dreh von Schindlers Liste eine Art von Folklore natürlich auch. Das ist ein Touristenmagnet, da fahren diese Eisenbahnen durch und die bringen an zu den ganzen Plätzen. Das hat natürlich irgendwie ein bisschen was Verstörendes, ja. Aber immerhin kommen auf diese Art und Weise Leute dann damit in Berührung, ja. Und wenn man das schon macht und sich damit befasst, dann hat es schon eine Art von Nachdenken auch, ja. Aber für uns waren die Erfahrungen gut. Also wir haben da keinen Widerspruch oder irgendwie keine Bedrängung oder sowas erlebt, ja. Ja, okay. Gut, ja. Ich hätte einfach mal die Nachfrage, ob Sie denn wissen, was aus dem Videospiel geworden ist, ob das noch weiterentwickelt wird oder ob die es jetzt komplett aufgegeben haben oder ob es vielleicht irgendwann mal auch veröffentlicht wird oder so. Nee, das Spiel gibt's nicht. Also ja, ist ausgestiegen und da er sozusagen der Urheber der Idee war und derjenige, der sozusagen den Impuls gegeben hat und das auch ja zu so einem Studienprojekt machen wollte, also das findet nicht statt und Marcel wird das natürlich auch nicht weitermachen alleine. Ja. Es ist so, ja, wie wir immer gesagt haben, aus einem guten Grund gescheitert. Ja,
Aber es hat ja was ausgelöst und das hat dann auch sozusagen seine, in gewisser Weise eine Funktion erfüllt. Auch, ja. Ja, sozusagen die Kurzversion ist immer, wenn man das jemand erzählt, ja, also ja, ein junger Game Designer möchte ein Spiel über den Holocaust machen, ein Computerspiel, wo die Bösen gut und die Guten böse sein können. Und dann kommt ihm seine Familiengeschichte dazwischen. Ja, und genau das ist sozusagen das, was passiert ist. Und das Spiel ist natürlich nicht gemacht worden. Die Großmutter hat den Film gesehen, ja. Also wir haben Vorführungen gemacht, erstmal für Ja und Sarah, ja. Und dann hat der Vater den Film gesehen mit seiner Lebensgefährtin, weil die wollten es nicht zusammen anschauen, ja. Und die waren aber beide ganz begeistert, ja. Aber die Oma, die hat innerhalb einer kleinen Vorführung in der Familie das gesehen. Aber ich weiß nicht, ob sie den kompletten Film gesehen hat, ja. Also es gibt ja am Ende des Films auch nochmal den Versuch nach dem Besuch der Familie da im Lager Plaschow, dass er sozusagen mit ihr nochmal ins Gespräch kommt, aber man merkt halt dann auch, dass diese Tür sich wieder geschlossen hat. Ja? Sie hat ja in so einem schwachen Moment dann auch mal die reale Geschichte erzählt, aber das ist dann halt auch nicht mehr thematisiert worden. Ja? Finde ich sehr gut und ich finde auch, der wäre sehr wichtig für in der Schule oder im Gymnasium auch zu zeigen. Die Hauptprotagonisten sind jung, also von daher ist auch dann wahrscheinlich eine andere Identifikation bei Schülern oder Heranwachsenden. Aber was mir so ein bisschen auffällt, indem ich jetzt so beginne auch darüber nachzudenken, ist, dass die Ungleichheit zwischen dem auf der einen Seite die jüdische Seite kommt sozusagen in der Aufarbeitung der eigenen Geschichte, aber der Marcel, der bleibt so ein bisschen blass auf einmal, ist er irgendwie bei der weiteren Entwicklung weg und ganz am Schluss kommt er nochmal und dann kommt ja diese Äußerung, blunkern wir ein bisschen, dann stimmt schon, aber er hat ja selber auch einen SS-Verwandten in seiner Familie und er muss aber gar nicht so groß davon betroffen sein. Ist für mich so ein bisschen ungleichgewichtig. Also die Opfer sind viel betroffener wie die Täter. So kommt für mich so ein Schluss dabei. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, aber das taucht jetzt gerade nicht so auf. Aber er hat auf Beton wirklich stark, die mussten das tun. Er doch irgendwie rechtfertigt den Täter. Also doch ist die Gedanken, der Denk nach. Aber kommt wieder. Ja, er denkt darüber nach und er hat das Gefühl, damit ist es schon getan, ja, dass er sozusagen das zugibt und dass er sagt, das war so, aber mein Opa hat nichts damit zu tun, der war noch viel zu klein, mein Vater hat überhaupt nichts damit zu tun. Und das ist aber dann auch nicht der richtige Umgang damit. Ja? Also er ist auch verantwortlich, aber sagen wir mal, in diesem Film, der ja das Schicksal der Familie von Jahr zeigt, hätte jetzt diese Tätergeschichte keinen Platz, weil dann müsste Marcel hingehen und seinen eigenen Film machen. Ja? Ja. Also man kann das vielleicht kombinieren, aber darum geht es in dem Moment nicht. Es geht sozusagen nur darum, zu zeigen, dass man die Geschichte nicht durch eine gute Idee verbiegen kann und nicht verbiegen sollte. Ja? Und das probiert er ja. Ne? Ich glaube, das ist jetzt kein böser junger Mann, aber er macht halt einen entscheidenden Denkfehler und er wird halt darauf aufmerksam gemacht. Ja, also erstmal wollte ich sagen, dass ich das der Film finde, der am authentischsten Gefühle rüberbringt. Das war in einem Maß beeindruckend, wie ich das wirklich auch bei Dokumentarfilmen selten in dieser Form erlebt habe. Und das fand ich wirklich erstmal ganz großartig. Das einzige winzig kleine Aber, es ist ja das Thema der dritten Generation nach dem Holocaust. Es wurde ja ganz am Anfang gesagt, du hast es nicht erlebt. Der Versuch der dritten Generation, das in eine aktuelle Form, nämlich in ein Computerspiel umzusetzen, ist gescheitert.
Trotzdem muss diese Generation anders mit diesem Thema umgehen als ihre Generation oder meine Generation. Und sozusagen als krankhafter Optimist hätte ich mir gewünscht, dass sozusagen wenigstens ein Hauch einer Idee ist, okay, das mit dem Computerspiel ist keine Möglichkeit für die dritte Generation, einen aktuellen Weg aus diesem Schlamassel, rauszufinden. Aber vielleicht gibt es irgendwas anderes. Und irgendwann mal müssen Generationen das schaffen. Vielleicht noch nicht diese, vielleicht eine nächste, aber irgendwann mal ist es so. Ja, und vor allen Dingen muss die Generation das selber rausfinden. Das können wir sozusagen als Generation dazwischen ihnen nicht vorgeben. Ja? Also man kann sozusagen Wege illustrieren und nachbauen, um zu zeigen, wie es nicht klappt. Aber das ist halt eine Entdeckung, die noch bevorsteht. Ja? Und ich habe, sagen wir mal, mit vielen Leuten über den Film gesprochen. Wir hatten Ende vergangenen Jahres einen anderen Film, der sich auch mit dem Holocaust beschäftigt, in der Synagoge in Köln gezeigt. Und ich erwähnte jetzt diesen Film und die sagten ja alles, daran sind wir total interessiert. Also diese Konflikte, zweite und dritte Generation, das ist was, was uns sehr beschäftigt und umtreibt. Ja, und es ist ein ganz großes Thema. Ja, von daher, aber wir haben da auch keine Lösung. Also das wäre auch vermessen zu sagen, wir haben eine Idee, wie man sowas lösen könnte, um Gottes Willen, ja. Ich denke, es ist ja immer schon mal ein Ansatz, sich damit auseinanderzusetzen überhaupt irgendwie. Und ich glaube, der ja hat dann für sich wahrscheinlich einen sehr guten Weg gefunden, finde ich, auch so, auch ohne, dass das Spiel jetzt umgesetzt worden ist. Ja. Ja, und diese, also ich meine, ich produziere Dokumentarfilme seit vielen Jahren und es gibt immer wieder so Gelegenheiten, so in die Falten der Geschichte hineinzublicken. Ja, und das ist auch so ein Blicken in eine Falte der Geschichte, wo Sachen passieren, die man sonst vielleicht nicht entdeckt hätte, wenn nicht jemand aufmerksam gewesen wäre, wenn sich nicht durch Zufall diese Geschichte uns genähert hätte. Ja, und das ist einfach, ich bin dafür auch dankbar, dass sowas passiert und dass sowas gelingt. Ja, man weiß es einfach vorher nicht. Und sag mal, in dem öffentlich-rechtlichen System, was wir in Deutschland haben, da werden dann doch oft auch einfach andere Geschichten erwartet, ja, wo es ein klares Ende gibt, wo es keine Bereitschaft gibt, sich auf Ungewissheiten einzulassen und so. Und dafür bin ich einfach dankbar, dass es hier geklappt hat auch, ja. Da muss ich doch mal unserer Redaktion danken, die da sehr, sehr freundlich war. Also Dreisat ist wirklich eine sehr tolle Redaktion, die uns da unterstützt hat. Bitte? Ja, genau. Es gibt, es gibt jetzt sozusagen noch so ein paar Festivals, ich hoffe auch international. Und dann kommt der Film ins Kino. Wir haben einen Verleih hier in Deutschland, Real Fiction. Und die werden eine Kinotour machen, auch mit vielen Diskussionen, wo das Team dabei ist und so. Und dann wird er irgendwann vermutlich Ende kommenden Jahres bei Dreisat ausgestrahlt. Hofft zu einer frühzeitigen Zeit und nicht erst irgendwann um 1 Uhr nachts oder so. Aber ja. Ja, die haben auch den Mut dazu, sowas mal, sag mal, wie nennt man das, zweite Primetime, 22 Uhr zu zeigen. Also, was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob Leute jetzt hier bei Facebook sind oder sowas, aber der Film hat auch eine Facebook-Seite, es gibt eine Homepage, da kann man auch Kontakt aufnehmen und man kann Vorschläge machen, wenn man eine Idee hat, hey, wir kennen jemanden, der ein Kino betreibt, wir hätten den Film gern mal gesehen. Also da freuen wir uns über Anregungen und Interesse natürlich. Ja. Gut. Ja. Ganz vielen Dank. Es war für mich auch ein total aufregender Abend, weil ich das erste Mal den Film auf einer großen Leinwand gesehen habe. Und danke Ihnen, dass Sie da waren.